The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Früh- und Spätregen. Und ihr Kinder Zions, frohlocket und freut euch in Jehova, eurem Gott. Denn er gibt euch den Frühregen nach rechtem Maße. Und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Es soll in den Gemeinden wunderbare Kundgebung der Macht Gottes geben. Aber sie wird über solche nicht kommen, die sich nicht vor Gott gedemütigt und ihre Herzenstür durch Sündenbekenntnis und Reue geöffnet haben. In der Kundgebung dieser Macht, die die Erde mit der Herrlichkeit Gottes erleuchtet, werden sie nur etwas sehen, was sie in ihrer Verblendung sogar für gefährlich halten. Etwas, das ihnen Angst macht und gegen das sie sich sträuben. Weil der Herr nicht nach ihren Vorstellungen und Idealen wirkt, werden sie gegen dieses Werk Widerstand leisten. Warum, sagen sie, sollen wir den Geist Gottes nicht kennen, wo wir doch schon so viele Jahre lang im Werk gewesen sind? Weil sie nicht auf die Warnungen und Bitten, auf die Botschaften Gottes reagiert haben, sondern hartnäckig behaupteten, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Begabung und langjährige Erfahrung wird Menschen erst dann zu Kanälen des Lichtes machen, wenn sie sich persönlich unter die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit stellen und berufen, auserwählt und ausgerüstet werden durch das Geschenk des Heiligen Geistes. Wenn Menschen, die mit heiligen Dingen Umgang haben, sich unter die mächtige Hand Gottes demütigen, wird Gott sie aufrichten. Er wird sie zu urteilsfähigen Menschen machen, zu Menschen, die reich sind an der Gnade seines Geistes. Ihre starken, selbstsüchtigen Charakterzüge und ihr Eigenwille werden dann im Licht gesehen, das vom Licht der Welt ausgeht. Tue Buße, wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Wenn ihr den Herrn von ganzem Herzen sucht, dann wird er sich von euch finden lassen. Die Gnade, die durch den Frühregen symbolisiert wird, darf nicht vernachlässigt werden. Nur Menschen, die das empfangene Licht ausleben, erhalten größeres Licht. Wenn wir nicht täglich in der Ausübung aktiver christlicher Tugenden vorankommen, werden wir die Kundgebung des Heiligen Geistes im Spätregen nicht erkennen. Er mag auf alle anderen um uns her fallen. Nur wir erkennen und empfangen ihn nicht. The Lord is coming. Are you ready?